Wer schon immer mal sehen wollte, wie ein LN-Redakteur verprügelt wird, sollte sich unbedingt dieses Video ansehen. Doch warum steigt unser Oldenburger Lokalreporter Peter Mantik in den Ring? Und wer ist sein Gegner? Man muss sagen, gegen diesen Boxer den Kürzeren zu ziehen, ist keine Schande. Der Fehmaraner Jürgen Blin war nämlich früher eine große Nummer in dem Sport, hat 1971 in Zürich sogar gegen Muhammad Ali geboxt. Auch heute ist der mittlerweile 73-Jährige noch gut in Schuss, wie man sehen kann. Doch unser Redakteur will trotzdem seine Grenzen kennenlernen. Hat er sich extra ein rotes T-Shirt angezogen, um Jürgen Blin anzustacheln? Nach einigen Tipps und Proberunden legt der Boxer auf jeden Fall los. Nach diesem Schlag auf den Solarplexus geht es für Peter Mantik nicht mehr so richtig weiter. Aber wir sehen es sportlich. Er hat sich getraut. Und das zählt. Also Jürgen, weiße Flagge. Wie wir gemacht wissen, die weiße Flagge für dich. Ich hätte mit dir keine Runde durchgestanden. Nicht mal weglaufen. Alte Übrige, ne?